Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich auch mal ein bisschen Kritik an Destiny üben. Das muss mir auch mal gestattet sein bei aller Liebe. Das Spiel hat auch einige Macken, einige größere, einige kleinere. Aber ich denke, jeder, der es auch viel gespielt hat, wird da mehr oder weniger mit mir übereinstimmen. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe einen Destiny-Clan, der grob 200 Leute hat. Ich habe also permanent Leute zum Spielen. Ich habe fast den ganzen Content des Spiels gesehen. Also ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ein Resümee sozusagen zu ziehen und eben drüber zu sprechen, was die denn jetzt an dem Spiel noch verändern müssen, damit es wirklich diese lange MMO-artige Laufzeit, die die ja auch anpeilen, tatsächlich bekommt. Das Ganze, habe ich mir gedacht, passt wunderbar in eine meiner anderen Serien, VGN Rant. Für die, die es noch nicht kennen, die nur wegen den Destiny-Videos auf meinem Kanal gelandet sind. Das ist eine Serie, da rege ich mich auf, mehr oder weniger, oder spreche einfach nochmal ein bisschen freier und lockerer, ungeskriptet sozusagen, über aktuelle Videospielthemen aus der Branche, über Spiele, über Sachen, die mich einfach aufregen. Ja, und in dem Fall passt es eben perfekt, denn an Destiny regt mich auch so einiges auf, aber nochmal kurz zur Erklärung, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt Destiny nicht mehr mag oder so, nee, das Spiel hat mir eine Menge Spielzeit, eine Menge Spielspaß auch geboten, vor allem in letzter Zeit im Kontext war kein Spiel, was mich mehr so gefesselt hat, allerdings sehe ich da halt viele Kleinigkeiten, die man verbessern kann, ist halt auch immer traurig, ne, wenn man irgendwas gerne spielt und man sieht aber, es könnte viel, viel besser sein durch ein paar Änderungen. Ich möchte damit auch so ein bisschen eine Diskussion in den Comments anstoßen. Ihr seid ja vielleicht teilweise in meinem Clan oder in meiner PS4-Freundesliste, habt mit mir schon gespielt oder mit den anderen eben und habt da vielleicht auch eine Meinung dazu. Also würde mich wirklich sehr interessieren, was so euch an Destiny stört oder ob euch vielleicht einige dieser Punkte überhaupt nicht stören und warum. Das Erste, worüber ich reden will, ist der Loot. Und das ist wahrscheinlich den meisten von euch schon aufgefallen. Es gibt sogar diesen Joke Kryptarch auf Twitter, wer das noch nicht gesehen hat. Ihr kriegt ein Engramm, ihr kriegt ein Enkodiert Ding, was halt eine gewisse Seltenheit hat. Das Spiel arbeitet ja auch mit Seltenheitsgraden wie sowas wie WoW. Also es gibt blaue und legendäre, also lilane Items und so weiter. Und da findet ihr ein noch unidentifiziertes, guckt, was drin ist und dann ist es ein schlechtes Item. Wenn ihr ein legendäres erwartet habt, ist es vielleicht nur ein blaues oder so. Und das ist natürlich super frustrierend. Vor allem, weil eben euer Level durch euer Equipment dann ab Level 20, dem maximalen Charakterlevel, also komplett bestimmt wird, also durch diesen Lichtstat, braucht ihr eben einfach bessere Gegenstände. Und um bessere Missionen, also schwierigere Sachen machen zu können, wo ihr mehr Gegenstände bekommt, braucht ihr natürlich auch bessere Gegenstände. Also es ist so ein bisschen, widerspricht sich so ein bisschen. Da hat allerdings Bungie jetzt schon gesagt, oh ja, wir ändern das, wir machen das jetzt so, dass aus den Engrammen, den lilanen Engrammen, auch auf jeden Fall legendäre Sachen kommen, da haben sie recht schnell reagiert, muss ich sagen, aber auf der anderen Seite ist das, finde ich das ein bisschen tragisch, denn die hatten ja auch eine Beta und die hatten auch eine Alpha, aber was war das? Das war eigentlich nur Marketing, ich war in beidem drin, es ging darum, den Hype hochzukriegen, das Spiel war ja bis unter die Decke gehypt, ihr wisst es ja selber, und richtig viel testen und so weiter war da ja nicht, die haben sich über den Entwicklungszeitraum ja komplett, haben sie uns ja im Dunkeln gehalten, die Öffentlichkeit wusste ja gar nichts, es gab da gar nichts so und ich denke, das ist was gewesen, hätten die nicht nur intern getestet, hätten die das sofort rausgefunden, dass die Leute damit völlig unzufrieden sind, ist natürlich irgendwo klar, ne, wenn man so, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man so lange an so einem Projekt arbeitet, ist man natürlich irgendwie drauf fokussiert, hat irgendwann die Entscheidung getroffen, also jeder, der schon mal ein längeres Projekt durchgezogen hat, weiß, wie sowas läuft, ne, da muss man irgendwann einfach sagen, wir machen das jetzt so, ne, und dann haben sie halt diese Entscheidung getroffen, ich finde es sehr gut, dass sie reagieren, also die zeigen auf jeden Fall, dass sie das Spiel weiter unterstützen, aber das ist halt so eine Sache, da habe ich damals schon gedacht, oh je, vielleicht, und das ist ein Gedanke übrigens, der mir immer wieder gekommen ist, vielleicht haben die eigentlich überhaupt keine Ahnung, was Leute an einem MMO gut finden oder was Leute in einem MMO hält, weil da sind ein paar Ansätze da, man sieht da so ein bisschen reingesprenkelt diese Ansätze, aber dann ist die Umsetzung halt nicht so gut. Zum Beispiel, also ich habe eben viel Erfahrung mit MMOs, deswegen kann ich halt den direkten Vergleich, denke ich mal, wirklich gut ziehen. Ich weiß nicht, das denke ich geht vielen von euch ja auch so. Es fängt ja auch schon damit an, da waren diese Loot-Farms Spots, ja, weil ihr aus den Missionen, ihr spielt, wenn ihr maximales Level seid, diese Strike-Playlists und bekommt dann da irgendwie nur Crap, ihr kriegt keine legendären, keine garantierten legendären, ihr kriegt nur Mist, ja, nur blaues oder grünes, ist schlechter, ja, und dann ist da dieser Loot-Cave, die Leute suchen sich quasi eigene Aktivitäten, wo sie hingehen, um zu farmen, also die Leute suchen nach Farm-Spots, um natürlich das Equipment zu kriegen. Das machen Leute in MMOs, das ist so. Jetzt haben sie natürlich das Ganze genervt, das war ja auch zu erwarten, aber meiner Meinung nach ist das ein bisschen schiefgelaufen, denn anstatt zu sagen, okay,
wir machen es jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Spawnraten von allem runtersetzen oder wir geben euch, das haben sie übrigens auch gemacht, einen Debuff, wenn ihr sterbt, also die ganzen Farmspots, wo man sich selber dann umbringt, geht alles nicht mehr, haben sie direkt genervt. Klar, macht man, aber anstatt halt zu sagen, okay, da ist ein fundamentales Problem mit unserem Loot, die Leute sind offenbar unzufrieden, die Progression funktioniert nicht richtig, weil ich kenne Leute, die stecken immer noch auf Level 24, 26 fest, kommen nicht drüber hinweg, ums Verrecken nicht. Es ist einfach, da ist ein Problem. Da hätte man sagen müssen, okay, wir erhöhen die Loot-Drop-Rate, bevor wir jetzt irgendwie die Farmdinger nerven, weil das war so mehr oder weniger der einzige Punkt, wo man recht sinnvoll eben Loot bekommen hat, um dann halt aufzusteigen und diesen Raid auch endlich machen zu können. Und ich bin mir sicher, dass jeder lieber irgendwelche Missionen gespielt hätte, als sich da vor irgend so ein Loch zu stellen. Die hätten einfach nur ein bisschen mehr Grund geben müssen, das Spiel so zu spielen, wie sie sich das vorgestellt haben, in Form von höherer Lootrate, Droprate, ja. Aber das ist nur ein Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Bungie nicht richtig versteht, was sie da eigentlich für ein Spiel machen. Es ist nämlich ein MMO. Man hat ja dauernd diese Public Events und diese reingestreuten Social-Dinger da. Aber da haben sie auch irgendwie das nicht komplett in die Tat umgesetzt, denn man läuft dann da rum, trifft irgendwie Leute, die dann diese Public Events machen, hat keinen Kontakt mit denen, dann ist es schon wieder vorbei. In der Stadt, es gibt keinen Voice-Chat. Klar, die wollen nicht, dass man sich da hier alle 14-Jährigen und so weiter, dass man sich da irgendwie die ganze Zeit nur antrollt oder sowas. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das ist eben was dann komplett fehlt zu so einem sozialen Spiel, so einem Social Game, ja, wie so einem MMO eben. Es ist ja auch kein Handel da, keine Interaktion mit den Spielern über diese Fireteams hinaus. Man kann nur mit drei Leuten irgendwas organisieren, geschweige denn, ja, also um mal gar nicht davon anzufangen, wie das mit den Clans ist, ne? Das ist ein ganz eigener Punkt, dass es überhaupt kein Menü dafür gibt, irgendwie zu sehen, wer ist denn jetzt in meinem Clan online. Die ganze Clan-Integration läuft ja komplett über diese externe Webseite, kann man im Spiel alles überhaupt nicht machen. Das ist totaler Bullshit. Ganz im Ernst. Und auf der anderen Seite wollen sie eben, dass man sich dann zu sechst organisiert, also für den Raid, dass man sechs Leute findet, die dann auch noch das richtige Level haben müssen. Man muss auch noch rausfinden, ob die geeignet sind, ob man sich mit denen versteht. Das heißt, man muss einfach irgendwie die Leute in die PlayStation-Freundesliste einladen oder was. Das ist völliger Bullshit. Die können nicht auf der einen Seite sagen, ihr habt null Chat-Funktion, null Integration von so einem Kram im Spiel. Ihr könnt euch nicht austauschen miteinander. Auf der anderen Seite müsst ihr euch miteinander austauschen, um sowas Kooperatives wie diesen Raid, der eben schwer ist und nur mit einem guten, eingespielten Team machbar ist, irgendwie auf die Beine zu stellen. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein, was da für ein Gedanke hintergestanden hat, das so zu designen. Weil auf der anderen Seite wollen sie ja auch, dass man täglich zurückkommt. Es gibt ja tägliche Quests. Was hält denn einen im MMO täglich am Zurückkommen? Das ist nicht, dass du da irgendwie in der Loot-Threadmill, ja, den Loot-Grind, der hält dich da nicht so drin, sondern die soziale Integration, die Freunde, deine Gilde, dein Clan, dass ich nicht sehe, dass ich einen Clan habe überhaupt, außer von diesem Namen-Tag, den man dann da hat hier, zum Beispiel mein Clan Bad Bats Crew, ne, haben alle da Bad Bats Crew stehen, aber wir haben überhaupt keine Möglichkeit, uns irgendwie so abzusprechen. Wie wäre es denn, wenn man sagt, okay, Leute, die zusammen in einer Freundesliste sind, die zusammen im Clan sind, die werden priorisiert zusammen in diesen Tower geschickt. Das heißt, wenn ich in den Tower fliege, werde ich ja immer automatisch gematchmaked, ja, und da passiert eben Matchmaking, das wollte ich damit sagen, und dann bin ich bei irgendwelchen Leuten im Spiel, mit denen ich natürlich nicht chatten kann, aber wie wäre es denn, wenn ich automatisch, wenn ich mit Leuten im Clan bin, mit denen eher in irgendwelche Maps auf diese Patrouillenmissionen in den Tower komme, ja, dann haben wir so eine Art eigenen Hub und dann ist dafür auch der Voice-Chat aktiviert zum Beispiel. Oder einfach, es würde ja schon reichen, dass man eine Liste hat, um zu sehen, wer ist alles im Clan online oder so ein Quatsch. Das ist ja auch gar nicht so schwer zu machen. Die haben ja Voice-Chat im Spiel und so. Die haben es nur nicht umgesetzt, weil sie halt irgendwie Angst davor haben. Also das ist, ich habe das Gefühl, das Team ist zu groß, das Projekt ist so groß, dass die irgendwann auch teilweise einfach aus den Augen verloren haben, an was sie da wirklich arbeiten. Weil ich sehe halt, wie schon gesagt, da sind die Ansätze da und die Ideen, aber die haben es halt vielleicht irgendwann mal umgesetzt, haben es dann aber wieder geändert oder so, so dass es jetzt halt an Stellen einfach nicht mehr zusammenpasst. Und ganz ehrlich, ich glaube, die haben ein großes Problem, nämlich, dass jetzt die Leute langsam alle ins Endgame kommen und das war das größte Problem von allen MMOs, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, dass da nämlich kein Content war. Destiny hat einen Raid, Destiny hat es gut hingekriegt, finde ich. Viele der Publikationen und der Reviewer würden da wahrscheinlich nicht mit mir übereinstimmen, aber die haben es gut hingekriegt, die Missionen so widerspielbar zu machen, dass man da eben, weil die AI von den Monstern, das ist eben der Punkt, weil die so gut ist, dass die sich eben taktisch immer ein bisschen anpasst, dass die einen flankieren und so ein Quatsch, dass man die Mission eben wieder spielen kann. Also man hat immer irgendwie was zu tun, aber irgendwann ist ja auch der gute Wille vorbei und ja, der Wille zu farmen und zu looten, vor allem wenn diese ganzen sozialen Dinger eben fehlen, dieser ganze Hintergrund, weil irgendwann fallen einem die Schuppen von den Augen und man sieht, oh, ich
spiele ja eh die ganze Zeit dieselben Missionen. Ich kann gar nicht in diesen Raid, weil ich nicht dieses Equipment habe. Und ich glaube, die Spielerzahlen oder die Spielzeit von den Leuten wird jetzt auf jeden Fall zurückgehen, wenn die nicht wirklich bald fundamental was ändern an diesem System. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem ersten Event, was jetzt hier passiert ist, nämlich diesem Queen's Rafting. Das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Also das ist so eine extra Mission. Ihr kriegt erstmal irgendwie Bounties, wie die normalen Bounties, die sind halt quasi dasselbe. Also ihr macht immer noch dasselbe, es hat nur einen anderen Namen. Und dann geht ihr in Story-Mission. Ich dachte erst, es wäre eine neue Story-Mission. Da war ich ganz enttäuscht, tatsächlich herauszufinden, dass es die normalen alten Story-Missionen mit heroischem Modifikator und so sind. Ja, geht ihr also wieder in dieselben Story-Missionen. Macht die, kriegt am Ende natürlich aber ein garantiertes Legendäres. Das ist sehr cool gewesen, aber da war ich wirklich enttäuscht. Ich habe eben gedacht, die machen mit diesen Events dann mal besondere Sachen. Also zu sagen, der Grund wieder zurückzukommen ist, dass wir euch die Story da so langsam reinstreuen oder immer mal was Neues, jede Woche was Neues. Bisher hat das gut funktioniert. Da waren viele so mysteriöse Elemente in dem Spiel. Zum Beispiel Xur, der Agent der Neuen, der hier die exotischen Sachen verkauft, dass der immer irgendwo in diesem Turm da am Wochenende steht und so ein Kram. Ja, die haben ja, das glaube ich ganz stark, ist eine feste Designphilosophie von denen gewesen, dass das ganze Universum, was sie da kreieren, ein bisschen mysteriös ist. Deswegen waren sie, glaube ich, auch während der Entwicklung eben so still und man hat nichts gehört, weil ich fand, es hat halt auch leicht was von Dark Souls gehabt, weil die Lore einem nicht so ins Gesicht geklatscht wird, also die Story, sondern man muss halt wirklich nachgucken, muss so ein bisschen seine eigenen Schlüsse ziehen und vor allem das Erkunden von den Planeten war dann halt auch ganz neu für mich und so, das war toll, aber das ist jetzt halt auch langsam vorbei und um das frisch zu halten, könnten sie da eben mit diesen Events arbeiten. Aber ja, grundsätzlich haben ja auch viele da ihr Bedauern geäußert, dass die Story komplett flach ist irgendwie, da gab es wirklich nur 3-4 Cutscenes, ganz im Ernst, die Story war echt nicht so prall, aber ich habe halt Benefit of the Doubt, sagt man, also ich habe denen quasi eingeräumt, dass sie da absichtlich einfach was zurückgehalten haben, weil das Ende vom Spiel, in Anführungszeichen, war halt eher nur so ein to be continued, ja, also jetzt geht's eigentlich erst richtig los, so ungefähr, haben sie quasi direkt gesagt, ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, da kommt in den ersten paar Wochen was über Events rein, ja, ist aber jetzt noch nicht passiert und ich weiß nicht, wie viel Geduld ich jetzt noch mit Destiny habe, ich werde viel den PvP-Modus spielen, den finde ich toll, aber da habe ich auch ein bisschen Kritik zu, aber später, aber jetzt kommt ja auch der ganze andere Kram raus, Call of Duty kommt raus, hier Shadow of Mordor und so weiter. Jetzt geht's ja los mit den Releases, Dragon Age Inquisition. Also eine Menge Hochprofil-Titel, wo dann die Leute vielleicht weglaufen, wenn da nicht mal was passiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie es so weiterhin schaffen können, eben die Leute jeden Tag da zurück in das Spiel zu holen. Dazu kommt auch noch das Gefühl, dass der Loot irgendwie gar nicht so einen großen Unterschied macht, weil ich habe jetzt schon, glaube ich, 3 exotische Sachen gefunden. Jetzt denkt ihr, das ist viel und oh Mann, wie krass, aber das war gar nicht schwer. Ich habe einfach ab irgendeinem Zeitpunkt auf einen Haufen total viele von diesen Exotic Bounties gekriegt. Hab die halt alle gemacht, aber die Waffen daraus, dachte ich erst so, das fühlt sich aber irgendwie ein bisschen schwach an. Also genau das Gegenteil von Exotic war schlechter als was auch immer ich an blauen Waffen oder so hatte. Und dann habe ich die auch noch hochgelevelt, was teuer war. Das kostet diese aszendenten Materialien, die schwer zu kriegen sind und so weiter. Und die haben sich nicht großartig verbessert. Selbst die speziellen exotischen Fähigkeiten, zum Beispiel von meinem Revolver Thorn, dass der irgendwie Schaden über Zeit macht, das ist, die Waffe fühlt sich einfach nicht powerful an. Und hat sich bestätigt, mein Bedenken, denn Bungie hat selber auch eingeräumt, ja, wir wollten eben bei den Exotics, dass die sich overpowered anfühlen und overpowered aussehen, aber es nicht sind. Da haben sie aber leider dann genau das Gegenteil gemacht, die sind nämlich underpowered. Und also einige davon, es gibt garantiert irgendwelche, die vom Balancing so ein bisschen, bisschen grenzwertig sind. Aber gut, da haben sie auch jetzt gesagt, sie möchten die jetzt ein bisschen nach oben korrigieren, vor allem die, die man speziell über diese exotischen Beutezüge, also die Bounties eben kriegen kann, weil die wohl alle durch die Bank weg ein bisschen schwächer sind. Nur das ist halt nicht der einzige Punkt, wo sich der Loot so ein bisschen insignifikant anfühlt. Nämlich habe ich ja jetzt komplett legendäre Rüstung und trotzdem, wenn ich auf eine Level 8 Mission gehe, können mich trotzdem alle Viecher umlegen. Ja, dauert zwar vielleicht minimal länger, aber fühlt sich einfach nicht so an wie zum Beispiel in WoW. Wenn du maximales Level bist, gehst zurück ins Startgebiet und haust da irgendwelche Wildschweine um, indem du die nur anguckst. Das ist ja einfach nicht gegeben, das Gefühl, dass man einfach besser wird und stärker wird. Das ist ja ein ganz, ganz fundamentaler Grundsatz von MMOs, das Gefühl der Progression, das ist ja das, der Kern eigentlich von einem MMO und das habe ich halt hier einfach echt nicht, weil das Loot-System ein bisschen seltsam designt ist.
Mal davon abgesehen, dass mich dann halt auch Level 8 Viecher mit Level 28 immer noch umlegen können, hat man dann ja auch spezielle Missionen, wo man sich ja den Eintritt sozusagen erkauft hat, ja, dadurch, dass man aufgelevelt hat und besseres Equipment gekriegt hat, die auf Level 28 oder so sind, nämlich diese Heroics und die Nightfall Strikes und so, und gerade die Weekly Nightfall Strike, das soll, klar, verstehe ich, schwer sein, aber das ist einfach unmöglich, diese Missionen normal zu spielen, ohne zu cheesen oder ohne die Spielmechanik wirklich auszunutzen, sich in irgendeine Ecke zu stellen, wo man vom Boss nicht getroffen werden kann. Die ganzen Bosse sind vom Design ja eigentlich alles nur Kugelschwämme, also Bullet Sponges, die halten ewig viel aus, dann kommen Wellen von anderen Viechern, gegen die muss man sich dann irgendwie durchsetzen und dann weiter auf den Boss einballern. Der Boss ist quasi eigentlich nur ein großer, fetter Timer. Ja, aber dass diese Schwierigkeit halt nur dadurch, dass der Boss lange durchhält und dass die einfach so viel mehr Schaden den Spielern machen. Also in der Nightfall Strike, da kann ihn irgendein Vieh, das kleine weiße Vieh, was weiß ich, kann dich angucken und dann fällst du sofort in zwei Schuss um. Ist Wurst, egal wie gut du ausgerüstet bist. Das hat nichts mit Schwierigkeit zu tun. Die haben teilweise auch jetzt schon gesagt, oh ja, da gibt's wohl ein Problem. Die Monster machen den Spielern zu viel Schaden, die Spieler machen den Monstern zu wenig Schaden. Kein Scheiß, ja. Das fällt mir dauernd auf und ich hoffe wirklich, ich gebe euch noch ein paar Patches Zeit. Also ich meine, wie gesagt, ich finde Destiny ja immer noch toll, gerade den Stil und so weiter, aber ich gebe euch noch ein paar Patches Zeit. Ich will aber jetzt wirklich auch mal sehen, dass sich da was ändert, weil das soll eine schwere Mission sein. Man kriegt garantiert mit hoher Wahrscheinlichkeit halt irgendwelche Exotics, das ist klar. Aber das so zu machen, das ist einfach, ohne dass man euer Spiel betrügt, nicht funktioniert. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn. Also Schwierigkeit kann man auch anders designen als, oh, du wirst einmal getroffen, bist tot. Ja, so, dass die Wellen halt von anderen, ach naja, was weiß ich, also da kann doch jeder bis zum Ende theoretisieren, nur habe ich halt das Gefühl, die haben nur so einen Trick drauf, ne, wie ich das eben schon gesagt habe, wie diese ganzen Boss-Encounter stilisiert sind, da ist dann vielleicht andere Farbe, ne, anderer Boss, andere Monstertypen, aber im Kern ist es immer dasselbe. Also fetter Kugelschwamm, Wellen und so weiter. Ja, und das wird halt auch irgendwie langsam langweilig. Das Problem ist, mit dem Raid haben sie gezeigt, dass sie es auch anders können. Da haben sie so Sachen wie, oh, du musst das Schild runterbringen, so richtige MMO-Sachen, du musst mit dem Elementarschaden, das fängt auch schon bei Weekly Nightfall und Heroics an, da muss man wirklich auch endlich auf den Elementarschaden achten. Das hat bis zum Endlevel hat es halt quasi kaum was gebracht eigentlich, aber die können auch einfach anders. Die haben total tolle Encounter. Der Raid ist super. Viele Raider sagen, das ist einer der besten Raids, den sie in den letzten Jahren gespielt haben. Warum haben sie das nicht auch ein bisschen zumindest in das Hauptspiel gebracht? Weil den Raid, den haben jetzt vielleicht 10% oder 5% der Spieler gesehen und weiß nicht, wie viele da überhaupt landen, weil sie nämlich vorher die Schnauze voll haben, ja, von dem ganzen Quatsch. In den Strike-Missionen hätte das auch ein bisschen anders sein müssen. Puh, jetzt habe ich mich auch ganz schön aufgeregt. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist PvP und Balancing allgemein. Also ich muss ja sagen, mir kommt es einfach so vor, die haben sich da ein bisschen zu viel vorgenommen, zu sagen, okay, im PvP, ihr habt Klassen, die haben alle unterschiedliche Skillungen, das heißt, jeder kann unterschiedlich geskillt sein, ihr könnt unterschiedliche Waffen haben. Zwar werden die Waffen irgendwie gemittelt und die Spieler werden irgendwie angepasst, aber die Fähigkeiten wie zum Beispiel, ihr könnt eure Waffe schneller wechseln und all dieser Kram, all diese kleinen Faktoren, die werden immer noch mit reingerechnet und das führt, denke ich, wirklich dazu, auch wenn sie Level 18, ja, gegen Level 20 spielen können, dass da einfach Leute Vorteile haben können. Da gibt es einfach ein optimales Bild oder so für einen gewissen Spielstil, da kommt man einfach gar nicht drum rum. Und mich stört das sehr als jemand, der gerne kompetitiv spielt, dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie overpowered oder der andere ist overpowered, mal abgesehen von dem ganzen Lag-Problem, das ist garantiert auch schon vielen aufgefallen, dass ihr häufig einfach um die Ecke lauft und dann fallt ihr um, weil dich irgendwer auf der anderen Seite von der Map erschossen hat, bevor ihr das überhaupt auf eurem Screen gesehen habt und so. Also der Netcode funktioniert auch noch nicht so wunderbar, zumindest auf PS4. Würde mich auch interessieren, wie das auf den anderen Konsolen vielleicht ist, aber ja, all diese Faktoren führen halt dazu, dass der Multiplayer-Modus sich einfach noch so ein bisschen unreif anfühlt. Ich hätte wirklich gerne, es gibt jetzt bald den Modus Iron Banner, den gab es auch schon an der Beta, wo dann alles freigeschaltet wird. Das heißt, auch alle Level-Vorteile, alle Stat-Vorteile zählen tatsächlich. Aber ich hätte gerne das Gegenteil.
ein PvP-Modus, wo ihr angeglichen werdet, und zwar so weit, dass ihr PvP-Waffen bekommt, die ihr nicht kaufen könnt, sondern die ihr sagt einfach, ihr habt eine Waffe in der Hand, ja, der nimmt einfach die Waffen, die ihr habt, also sagen wir mal irgendwie ein Handcannon oder ein Assault Rifle, und gibt euch quasi für das, was ihr ausgerüstet habt, da müsst ihr auch in keine Menüs oder so, das ist ja ganz einfach, ja, der gibt euch dann einfach eine Standard-PvP-Waffe. Es gibt also einen extra Modus für kompetitive Spieler. Das fehlt meiner Meinung nach wirklich, um das halt auch ein bisschen interessanter zu machen für Leute, die halt sich wirklich da vom Skill her messen wollen im PvP. Weil, wie gesagt, ich glaube, es ist unmöglich, das alles zu balancen. Allein meine exotische Feuerwaffe, die dann plötzlich irgendwie Schaden über Zeit machen kann, was keine andere Waffe im Spiel sonst macht, ja, ist ja auch ein totaler Vorteil. Ich treffe einen, der um die Ecke läuft und der stirbt dann ganz langsam, während er auf der Flucht ist oder so ein Quatsch. Also ich hätte es wirklich lieber, dass es auch einen Modus für Puristen sozusagen gäbe. Aber ein anderer Punkt zum Balancing ist eben auch, dass das Ganze so ein bisschen obstrus ist. Man weiß halt überhaupt nicht, die ganzen Stats sind ja alle durch irgendwelche Balken dargestellt. Jetzt hat man rausgefunden, oh, du hast ja immer diese Zahlen, ne? Das ist ja klar, die Zahlen sind immer ähnlich, du hast immer die Damage-Zahl. Also sagen wir mal, legendäre Assault Rifles haben immer maximal, sagen wir mal, 300 Schaden. Und das sind die alle. Die haben alle dann maximal 300 Schaden. Dann ist das ja klar. Aber die machen nicht alle gleich viel Schaden, weil eben dann so Sachen wie Impact, das wusste auch keiner vorher, Impact einfach auch bestimmt, wie viel von dem Schaden tatsächlich umgesetzt wird. Und da muss man einfach viel mehr Transparenz haben. Wir brauchen Zahlen, die uns sagen, wo wir sagen können, diese Waffe ist tatsächlich besser in diesen Aspekten als die alleine von diesen Balken. Und ich traue diesen Balken auch ganz ehrlich nicht mehr, weil da habe ich halt zum Beispiel ein Stat irgendwie auf einer Waffe freigeschaltet, weniger Recoil, habe ich ausgerüstet, ich habe es getestet, hat einfach mehr Recoil, ja. Und teilweise sagt der Text halt, der da steht, was anderes, als was dann oben bei den Balken angezeigt wird. Also irgendwie höhere Stabilität, und dann geht die Stabilität runter. Und dann frage ich mich so, wem soll ich jetzt trauen, dem Text oder dem Balken? Also da muss Transparenz her. Das ist ein MMO, sind wir wieder bei dem Punkt, ja. Die Leute wollen Zahlen, die sind ja nicht blöd. Die brauchen doch keine Balken, wir sind noch nicht mehr im Kindergarten. Die wollen vergleichen können, habe ich eine bessere oder schlechtere Waffe. Und dann ist das einfach ganz klar und geregelt. Diablo macht es ja auch so. Man kann es ja so simpel wie man will machen, aber irgendwelche Balken, wo dann schon teilweise die Leute angefangen haben, die Pixel zu zählen, weil sie halt einen Vergleich haben wollen, das ist ja so völliger Schwachsinn. Ja, und das waren auch schon alle Punkte, über die ich mich in Destiny jetzt besonders aufgeregt habe. Ihr könnt euch jetzt auch auf jeden Fall gerne in den Kommentaren dazu äußern, wie ihr das Ganze seht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mehr so frei heraus aufgeregt Videos sehen wollt, dann schaut doch mal in meine VGN Rant Serie rein. Da habe ich zum Beispiel unter anderem allgemein ein Video dazu gemacht, warum Videospiele Reviews in Anführungszeichen heutzutage fast überflüssig sind, oder habe ich mich ein bisschen über Twitch aufgeregt. Da gibt es so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Ja, könnt ihr einfach mal reinschauen in die Playlist. Da gibt es einige lustige und interessante Themen, glaube ich, die ich bespreche. Und ansonsten für mehr Destiny-Content und so weiter könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!